Herr Magister Witzeling von YIT, was hat Ihre Firma auf die Messe geführt? Also wir sind auf der Messe auch Aussteller, weil die YIT Austria im Speziellen auch nicht nur in Österreich, in Deutschland und auch in den Central European Countries auch vertreten ist. Deutschland ist für uns ein großer Wachstumsmarkt und wir sind eigentlich schon seit Jahren auf der Expo Real, jetzt das zweite Mal als YIT. Und für uns ist es immer eine ideale Plattform, um A, mit Bestandskunden logischerweise Beziehungen zu pflegen, aber logischerweise auch im Zuge von neuen Bauentwicklungen auch Kontakte zu knüpfen und uns als Player ins Spiel zu bringen. Wie haben Sie das letzte Jahr seit der Expo Real 2008 erlebt? Also in meinem Fall ist es relativ eine unbefleckte Historie. Ich bin in der Branche auch relativ neu. Unmittelbar merkt man eigentlich vom letzten Jahr, wo man noch sehr stark von Krise gesprochen hat, dass man eigentlich sagen muss, heuer jetzt nicht gerade, dass es die Hoffnung ist, aber dass sich dennoch auch für uns interessante Projekte abzeichnen und jetzt an sich so irgendwie wie bei der Gaußschen Glockenkurve sich wieder interessante Opportunities und Möglichkeiten auftun. Also durchaus positiv und bei unserem Stand auch sehr, sehr viele interessante und positive Gespräche, speziell auch für den deutschen Markt. Also war der erste Eindruck von der Messe heute gut? Für den ersten Tag auch die Frequenz am Stand und die interessanten Gespräche. Klassisch der zweite Tag, natürlich der stärkste Tag, aber der erste Tag fängt schon sehr verheißungsvoll an. Danke für das Gespräch.